Slinky ist wohl ein sehr bekanntes Spielzeug und genau das schauen wir uns in diesem Video etwas genauer an. Aber bevor es losgeht, ein bisschen Geschichte. Das wurde 1943 von Richard James erfunden, wobei er eigentlich sich zwar mit Federn beschäftigt hat, aber mit einem ganz anderen Zielsetzung. Und zwar waren empfindliche Instrumente an Bord von Schiffen, die mussten so gehalten werden, dass die entsprechend bei hohem Seegang nicht durchgeschüttelt werden. Und dafür brauchte man Federn und das war sein Job. Und durch Zufall entdeckte er, wie ja, so eine Feder sozusagen die Treppe hinunter ging, dieser Treppengang, gucken wir uns gleich mal an. Und seine Frau und er erkannten dann das Potenzial als Spielzeug und verkauften das dann unter dem Namen Slinky. Wir schauen uns heute mal ein bisschen Spielzeug an, und zwar Slinkies. Hier habe ich eine kleine, hier eine etwas größere und heute machen wir mal was ganz anderes mit diesen Slinkies. Und zwar, ich nehme mal die blaue, die ist vielleicht ein bisschen besser zu sehen. Wenn ich die jetzt fallen lasse, was passiert mit dem unteren Ende? Und das ist genau das, was wir uns heute mal angucken. Ist jetzt etwas, was man sonst so mit den Slinkies nicht so macht. Aber physikalisch hochinteressant. Was passiert mit dem Ende, wenn ich das Ende loslasse? Gibt viele Möglichkeiten. Es könnte sich zusammenziehen und runterfallen. Es könnte als Ganzes runterfallen oder. Und jetzt ist erstmal die Frage, hast du eine Idee, was passieren könnte? Extra für das Video habe ich eine Kamera, die 1000 Bilder pro Sekunde schafft, damit wir uns das da gleich ganz genau angucken können. Ich würde sagen, schauen wir erstmal, was passiert. Tja, das habe ich ehrlich gesagt so nicht erwartet. Schauen wir uns das nochmal im Detail an. Hier unten ist das untere Ende, hier oben ist das obere Ende. Wenn ich loslasse, bleibt das untere Ende, bis das obere Ende sozusagen bei ihm ist und dann fallen beide gemeinsam runter. Jetzt ist natürlich die spannende Frage, wieso bleibt das an Ort und Stelle? Und die Antwort ist eigentlich gar nicht so schwierig. Sie hat etwas mit Kräftegleichgewicht zu tun. Wenn ich hier oben das Ende festhalte, wirken zwei Kräfte. Die Erdanziehungskraft, die Feder nach unten ziehen möchte. Die Feder hat ja auch ein Eigengewicht. Und meine Hand, die Feder nach oben zieht. Daher bleibt dieses Ende da, wo es ist. Hier unten gibt es auch ein Kräftegleichgewicht. Die Kraft, die Erdanziehungskraft, Gravitationskraft, die nach unten zieht, und die Feder, die nach oben zieht. Und wenn man genau hinguckt, sind das ja ganz viele, wenn man so möchte, Ringe. Und jeder dieser Ringe wird im Prinzip gerade ein Kräftegleichgewicht. Also Erdanziehungskraft nach unten, Feder entsprechend zieht nach oben. Und jetzt kommt der Moment, wo ich loslasse. Wenn ich hier oben loslasse, ist erstmal nur hier oben die Kraft nach oben sozusagen aufgehoben und die Schwerkraft zieht nach unten. Der nächste Ring kann erst dann sozusagen fallen, wenn
die Kraft nach unten, die Gravitationskraft, Erdanziehungskraft, größer ist. Und das ist erst dann der Fall, wenn sich hier oben die Feder zusammengezogen hat. Das heißt, das ist dann wie so eine Kettenreaktion. Wenn ich hier loslasse, geht hier oben die Feder zusammen und dann kann sozusagen immer der nächste Ring anfangen zu fallen. Und erst, wenn dann alle Ringe beisammen sind und hier unten sind, dann ist auch für den letzten Ring die Gravitationskraft größer als sozusagen die Kraft nach oben. Und dann kann auch dieser fallen. Und das ist der Grund, warum das untere Ende erstmal da bleibt, wo es ist. Sehr spannende Geschichte, was man alles so mit einem Slinky machen kann.